Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich. Naja, halbwegs neu auf jeden Fall, denn ich habe ja schon die My Little Box Polarstern, das ist diese hier, mit euch zusammen ausgepackt. Und jetzt habe ich die nochmal von My Little Box zugeschickt bekommen. Und zudem habe ich hier auch noch die Nyx-Box zugeschickt gekriegt. Ich freue mich. Deswegen bin ich auch noch ungeschminkt, denn ich werde sie in diesem Video testen. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird in diesem Video auch noch eine kleine, feine Geschichte zu gewinnen geben. Und ja, was es gibt und was du dafür tun musst, das kommt alles nachher im Laufe des Videos. Genau, ja, denn My Little Box hat mein Unboxing oder meine Unboxings gesehen und hat das cool gefunden und hat mich dann gefragt, Mensch Claudi, wollen wir nicht vielleicht ein bisschen zusammenarbeiten und soll ich dir mal eine Box zuschicken? Und ich habe gesagt, ja, gerne. Ja, und dann habe ich auch noch hier ein Schreiben gekriegt und guck dir das an. Ich feiere das. Du hast da einfach ein Stiletto drauf, ein Peep-Toe. Voll geil. Ich guck mal, was drin steht. Liebste Claudia und ein Herz dahinter. Wahnsinnig cool. Viel Spaß mit den Boxen. Hoffentlich gefallen sie dir. Deine Revan von My Little Box. Vielen Dank, liebe Revan oder Revan. Nein, Revan ist es dann eher, ne? Ich freue mich auch total und ich würde sagen, wir gucken erstmal in die Box Polarstern rein, denn die habe ich ja mit euch zusammen schon ausgepackt in meinem regulären Unboxing von der My Little Box. Und ich habe aber gehört, dass da jetzt auch irgendwie andere Produkte drin sein könnten. Deswegen packen wir die einfach mal aus. Man kann die My Little Box abonnieren. Das ist ja eine Beautybox. Die kostet 17,90 € im Monat. Du kannst dafür jetzt auch meinen ganz exklusiven Code verwenden, womit du bis zum 27.02., wenn du das Abo abschließt, auch noch diese Box gratis mit dazu bekommst. Aber ich möchte hier einmal kurz in die Polarsternbox reingucken. Das mache ich einfach mal ein bisschen schneller, weil ausgiebig habe ich dir ja gezeigt in meinem Unboxing, was ich dir eben schon verlinkt habe. Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters. Das ist so ein Zitat, was ich richtig schön finde. Hier haben wir, mittlerweile weiß ich, was es ist, diesen kleinen Ursus Philarus drin. Das ist ein kleiner Bär. Und dieser kleine Bär befindet sich jetzt mittlerweile an dem Tablet von meinem Freund, denn der ist gegen Kabelbruch. Das machst du über dein USB-Kabel drüber und dann frisst der quasi dein technisches Gerät, was ich ziemlich cool finde. Das ist ein ziemlich niedlicher, kleiner, süßer Eisbär. Ich finde den süß. Bei mir hat es sehr gut funktioniert. Dann haben wir hier noch die Handschuhe drin. Die habe ich auch schon. Die befinden sich hier noch neben mir. Das sind so Fäustlinge und die sind halt schön flauschig von innen und von außen mit so einem Kunstleder. Ne? Auch richtig cool. Wettkampffäustlinge. Hier befindet sich Petit Stalaktit. Das ist ein Ringhalter da drin. Das ist ein aus Porzellan befindlicher Ringhalter, der deine Ringe hält. Ja, ist auch ziemlich cool. Habe ich im Bad stehen. Und hier haben wir jetzt ein Säckchen. Das sieht anders aus als das Säckchen, was ich vorher hatte. Denn vorher hatte ich eins mit Herzchen. Das hier ist jetzt eins mit Punkten. Oder mit Punkten. Punkten, die nicht rund sind. Genau. Und hier habe ich etwas drin von Dr. Botanicals LM Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Das ist dieses Produkt. Das hatte ich in meiner anderen nicht drin. Das ist interessant. Vegan, cruelty-free und 96% natürlich. Also du kannst es als Creme verwenden, als Abschminkbalsam und als Produkt, was du quasi auf trockene Stellen gibst. Das finde ich schon ziemlich cool. Und so schaut es aus in der Tube. Das ist halt einfach eine gelbe Tube, gelb-orange, ne? Dann haben wir hier mit drin diese Sleep Mode Baume de Nuit von der My Little Beauty Eigenmarke. Das hatte ich in der letzten Box auch schon drin mit Kamille, Lavendel und Träumen. Und das ist ein Nachtbalsam, der meiner Meinung nach sich sehr, 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 sehr ähnelt mit der Clinique 72-Stunden-Creme. Nicht nur von Geruch her, von Farbe her, ich mache es jetzt einfach mal kurz auf, sondern auch von der Konsistenz. Ne? Also das ist wirklich sehr, 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 sehr nah, um das mal so zu sagen. Das riecht extrem angenehm. Und dann habe ich als drittes Beauty-Produkt in dieser Box mit drin. Also du hast sowohl Lifestyle-Artikel als auch Beauty-Produkte von Urage Eau Thermale. Das soll Beautifier Water Cream Moisturizes Enhances and Brightens. Das ist fürs Gesicht eine Creme mit 15 ml, die dein Gesicht wundervoll machen soll. Und ja, die hatte ich auch nicht in meiner anderen Box mit drin. Das heißt, die zwei Produkte von Dr. Botanicals und von Urage, die sind neu.
Und du kannst übrigens die My Little Box, die ich jetzt hier gerade mit dir zusammen ausgepackt habe, komplett gewinnen. Deswegen habe ich die einzelnen Produkte auch jetzt nicht unbedingt geöffnet, sondern einfach jetzt mal grob in die Kamera gezeigt. Also ich packe sie jetzt auch mal wieder hübsch zusammen, denn das ist das Produkt, was es in diesem Video zu gewinnen gibt. Voll gut. So, dann schauen wir uns mal die NYX Neukundenbox an. Turn the light on. Dann machen wir mal das Licht an. Okay, wir haben hier drin, so, erstmal hier den Blick in die Box. Da hast du einmal hier ein Glow-On-Säckchen. Ach, guck mal, da hast du verschiedene Sachen drin, und zwar drei Stück. Einmal haben wir hier You Are So Bright. Das ist ein Handspiegel, das ist perfekt für die Handtasche. Den packe ich dir aber tatsächlich auch mit in deine Verlosungsbox mit rein. So, ne, wieder eingepackt. Genau, dann habe ich hier drin ein NYX Bright Idea Illuminating Stick. Das ist interessant. Der wird getestet. Das ist dann wahrscheinlich eher so ein Highlighter-Stick oder sowas. Das ist die Farbe Peel Here. Nein, Peel Here ist nicht die Farbe. Bronze, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So schaut der Stick dann von seiner Folienverpackung befreit aus. Das ist richtig Bronze. Schon recht dunkel. Okay, da muss ich gleich mal gucken, wie ich den mit einbaue. Aber irgendwie kriege ich den schon eingebaut. Vielleicht als Blush. Das könnte ich mir gut vorstellen. Habe ich jetzt ausgeblendet, ne? Und dann habe ich hier ein Lippenprodukt, was eine extrem auffällige Farbe hat. Und zwar NYX Lingerie. Das ist einer von den Liquid Lipsticks. Und das ist die Farbe Lipli 02, glaube ich. Ja, Lipli 02. Riecht jetzt nicht so bombastisch. Swatchen wir mal. Ja, das ist so ein lila Mauve-Ton fast schon, ne? Sehr interessant. Und das Herzstück dieser Box ist tatsächlich diese Palette. Und zwar die Love Contours All Palette. Die so ausschaut. Und das ist eine so praktische Palette, denn du hast da 9 Lidschattenfarben mit drin. Dann hast du 1, 2 Highlighter-Produkte. Dann sind hier Bronzer-Töne, Konturtöne und auch das hier sind eher so Konturtöne. Je nachdem, wie man das so haben möchte. Und das erinnert mich sehr an die Tamtam-Palette, muss ich gestehen. Und das finde ich sehr cool. Der Spiegel hier drin ist sehr gut. Ich habe hier so einen blauen Glitter. Sag das doch. Ja, und die werden wir auf jeden Fall gleich mal verwenden. Wenn du nur hier warst, um zu wissen, was sich in der Box befindet, dann hast du es jetzt ja gesehen, aber jetzt werde ich erstmal die Produkte in meinem Gesicht testen. Es ist so ein satisfying Feeling, sich Foundation und Concealer drauf zu machen, finde ich. Finde ich sehr, sehr angenehm. So, bevor ich jetzt abpuder, werde ich mir hier natürlich den Stick nehmen, Bright Idea. Ich bin super gespannt. Und den werde ich mir tatsächlich mit einem Stippling Brush auftragen. Den habe ich hier. Und dann gehe ich einfach mit meinem Stippling Brush hier so ein bisschen drüber. Das ist einer von dem Mrs. Bella Pinselset und trage mir das einfach mal hier so auf, wo ich quasi auch Blush auftragen würde, ne? Ja, weil der ist für Bronzer irgendwie schon ein bisschen zu rotstichig, würde ich mal so sagen, ne? Für einen Highlighter ist er mir zu dunkel, aber für ein Blush, natürlich gesehen, ist der toll. Ja, jetzt so in 2 Schichten. Kann man auf jeden Fall machen, ne? Das ist eine schöne Alltagsgeschichte. Ich würde den, weiß ich nicht, wenn ich den jetzt hier so runter verblende, wäre das ja quasi auch ein bisschen bronzermäßig, konturmäßig, weiß ich nicht, kann man machen, ja, um das halt zart aufzuwärmen, ne? Ist jetzt nicht zu extrem, deswegen funktioniert das wohl. Ich gehe hier auch wirklich noch weiter mit dem Pinsel so drüber, weil ich brauche natürlich auch Produkt für die andere Seite. Ich habe auch gehört, man kann das auf den Handrücken machen und dann mit dem Stippling Brush drüber. Und das Ding, was ich dabei halt habe, ist, dass ich finde, dadurch verschwendest du einfach enorm viel Produkt und das finde ich halt schade, ne? Das möchte ich nicht. Also auf jeden Fall ein schönes Alltagsprodukt, was ich so empfehlen kann, ne? Was man sich mal anschauen kann, wenn man möchte. Das Gesicht ist jetzt abgepudert, ich habe Augenbrauen drauf gemacht und auch eine Lippenpflege. Ich muss ehrlich sagen, dass dieser Glow nach wie vor noch durchkommt und dass ich nach wie vor aussehe, als hätte ich halt gesunde Wangen. Und das finde ich richtig schön. Also ich habe jetzt trotzdem Dimensionen in meinem Gesicht. Wisst ihr, was ich meine? Also ansonsten ist es so, wenn du Foundation und Concealer aufgibst und noch nicht Bronzer oder so verwendet hast, dass dein Gesicht trotzdem so aussieht, als wärst du halt irgendwie zweidimensional. Tut's nicht. Finde ich mega geil. So, positiv. Dann habe ich hier jetzt diese Palette, die wir jetzt einmal eingehend testen werden.
lässt sich etwas schwerer öffnen. Genau. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier auf jeden Fall einen Konturton, den ich für mich als richtig, richtig geil empfinde und den ich jetzt mal verwenden werde. So, ich gehe jetzt hier mit so einem Pinsel von Essence einfach mal vorsichtig rein. Okay, wow, der hat sehr, sehr viel Pigmentierung am Start. Ich klappe den vorsichtig ab und den trage ich mir auf wie einen Bronzer. Okay, im Gesicht kommt das jetzt nicht so extrem rüber. Das finde ich gut. Ich habe bei sowas immer so ein bisschen Schiss, muss ich gestehen, weil ich doch sehr, sehr blass bin, ne? Okay, ich habe jetzt gerade hinten drauf gesehen, dass das hier eigentlich Augenbrauenpuder sind. Das ist natürlich jetzt bitter, denn ich habe meine Augenbrauen schon gemacht. Ich habe nicht aufgepasst, tut mir leid. Das wäre jetzt richtig cool gewesen, aber ich verwende jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich Augenbrauenpuder. Da bin ich ja extremer Fan von so Stiften, ne? Also der Ton ist schön. Man muss nur wirklich vorsichtig arbeiten, weil der ansonsten tatsächlich fleckig bei mir wird. Aber das liegt einfach daran, dass ich sehr hell bin, ne? Denke ich mal. Und vielleicht auch am Pinsel, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ansonsten finde ich den Ton, und so wie das jetzt vom Ergebnis her ist, richtig schön. Gefällt mir. Mag ich. Schönes Produkt. Als Highlighter haben wir jetzt auch wieder zwei verschiedene, die man nehmen könnte. Ein etwas Champagner-Goldfarbener und ein Roséfarbener. Die würde ich jetzt erstmal kurz swatchen, um zu schauen, was jetzt so besser passen könnte. Ja, tatsächlich. Also der Goldene ist ein bisschen dunkel und der Rosafarbene ist mir irgendwie zu bunt. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Also ich versuche tatsächlich mit dem goldenen Highlighter, der eher Gold als Champagnerfarben ist. Ich mache beides. Ja, ich mache beides, komm. Was soll der Falschgeiz? Ich nehme jetzt den gleichen Pinsel, wie ich hier zum Konturieren verwendet habe. Dippe hier vorsichtig in den goldenen Highlighter rein und setze ihn mir hier hin. Ja, dadurch, dass ich jetzt einen fluffigen Pinsel genommen habe, ist es jetzt nicht zu extrem. Und dann nehme ich hier den rosafarbenen Highlighter einfach mal. Auf dem Gesicht nicht so, wie ich das beim Swatch jetzt befürchtet hätte. Es ist ein schöner, nasser Glow auf beiden Seiten und Gott sei Dank nicht so dunkel wie beim Swatchen. Aber das ist auch dem geschuldet, dass ich hier tatsächlich einen sehr fluffigen Pinsel dafür genommen habe. Aber gefällt mir. Ich weiß nicht, ich mache jetzt hier noch ein bisschen von dem Pinken mit drauf und auf der anderen Seite einfach noch ein bisschen von dem Goldenen. Ich bin bei beiden immer nur so vorsichtig reingedippt. Ist halt nicht zu intensiv hier, ne? Ja. Und das gefällt mir. Also eine Mischung aus beidem. Das ist nicht zu dunkel und das ist nicht zu bunt. Und das gefällt mir gerade voll gut. Sehr, sehr schöne Palette. So, und auf die Nasenspitze gebe ich mir jetzt direkt eine Mischung aus beidem. Bin ich jetzt in beide vorsichtig reingetippt. Auch auf den Nasenrücken und zwischen den Augenbrauen. Ebenso auf dem Lippenherz. Unter der Lippe und so ein bisschen am Kinn. Genau, und so glänze ich dann halt vor mich hin. Finde es voll schön. Nachdem ich nun einen Lidschattenprimer aufgetragen habe, widmen wir uns jetzt hier den neuen wundervollen Lidschattentönen, die hier drin sind. Das wirst du jetzt im Schnelldurchlauf sehen, weil, ne, hier stehen keine Namen drauf und so. Und du wirst es im Schnelldurchlauf sehen. Übrigens jetzt nochmal von Namen, so sieht die Base aus. Ja, ich finde schon, dass das Konturprodukt etwas fleckig geworden ist bei mir, gerade hier oben, ne? Aber vielleicht liegt es auch einfach darin, dass ich nicht so gut mit dem Produkt umgehen kann. Wird noch weiter getestet, aber es gefällt mir farblich sehr, sehr gut. Mir gefällt vor allem dieser Glow, der in meinem Gesicht gerade ist, ne? Ich stehe auf Glow.
So sehe dann tatsächlich der Augenlook aus, den ich jetzt mit den verschiedenen Farben geschminkt habe. Die Farben haben sich teilweise gut, teilweise nicht so gut auftragen lassen. Die Schimmertöne sollte man tatsächlich am besten mit den Fingern auftragen. Die matten Töne, ja, also was mir richtig gut gefallen hat, ist dieser Ton hier. Den finde ich richtig, richtig schön. Also ich denke, da kannst du dir sogar einen Look schminken, indem du dir nur diesen Ton in die Lidfalte gibst und dann einen von den beiden Highlighter-Tönen entsprechend auf das bewegliche Lid und dann hast du schon fast fertig. Kannst ja mit dem Bronzer verblenden. Ansonsten finde ich jetzt die Farben an sich nicht so ultra krass. Das Schwarz finde ich richtig schön. Das ist ein Tiefschwarz, was man schön als Eyeliner-Ersatz nehmen kann. Dieses Lila finde ich echt cool für unter der Wasserlinie, ne? Das gefällt mir ganz gut. Fallout hatte ich definitiv mit der Palette und jetzt mache ich mir noch Wimpern, beziehungsweise ich tusche mir meine Wimpern und dann bin ich gleich wieder da. Also aus der Ferne betrachtet, mit Mascara und so. Ich finde, es ist ein schöner Look geworden, das muss ich wirklich sagen. Mir gefällt das irgendwie, dass man auch diesen leicht Aubergine-Schiff, dieses leicht lilane oben tatsächlich im Augen-Make-up mit drin hat. Und es ist ein schöner smoky Look geworden, ne? Mir gefällt's. Ja, jetzt haben wir noch etwas, was dann ja auch dementsprechend zu diesem Lila da oben passen könnte, nämlich dieser Liquid Lipstick von der NYX Lingerie. Der Liply 02. Das ist halt auch der Grund, weswegen ich eben exzessiv Lippenpflege benutzt habe. Weil bei mir das tatsächlich auch sehr, sehr trocken schnell wird. Und das, da habe ich immer Angst vor. Aber gut. Wir haben hier diesen typischen Applikator, wo richtig dickflüssig Produkt dran hängt. Und das ist halt so ein länglicher. Mal gucken. Also es fühlt sich ziemlich leicht auf den Lippen an, aber ich habe mich sehr schwer damit getan, den aufzutragen. Es war gar nicht so einfach. Ich finde, meine Zähne sehen dadurch irgendwie ein bisschen gräulich aus, wenn mich das nicht täuscht. Aber ich finde den Look stimmig. Also es passt auf jeden Fall zum Augenlook und ich finde es ganz nice. Also es ist mal eine andere Farbe. Ob man dieses lila Move, ob man sich das traut, das ist jedem selbst überlassen, ne? Aber ich finde es irgendwie cool. Also für mich jetzt hier vor der Kamera macht es durchaus Sinn. Aber im Alltag wäre mir der vielleicht doch ein bisschen zu heftig. Ja. Aber gut, jetzt habe ich euch einmal gezeigt, wie man die Produkte anwenden könnte, die sich in der Box befinden. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare rein, ob du findest, dass das hier eher eine Lidschattenpalette oder eine Facepalette ist. Ja, dadurch nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Das ist quasi die Videoaufgabe. Und ja, ne? Wenn du die Box abonnieren möchtest, denk dran, es geht nicht mehr lange, dieses Special mit der NYX-Box mit dabei. Und ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!